Hi liebe Leute, heute gibt es mal ein Spezialvideo auf meinem Kanal, nämlich habe ich mich vor die Kamera getraut. Echt eine Ausnahme und ich habe mich auch ein bisschen überwinden müssen dazu, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber ich habe gedacht, wir probieren es einfach mal und wenn das klappt, machen wir das vielleicht auch öfter mal. Mal schauen. Ich habe ja gesagt, ihr könnt mir Fragen stellen und ich beantworte die dann im Video. Und ich lese die Fragen vor, ich lasse aber die Namen der Fragesteller weg, weil ich jetzt nicht weiß, ob dem einen oder anderen das von euch recht ist, wenn ich den Namen damit vorlese. Manche Fragen habe ich auch ein bisschen gekürzt, weil die einfach sehr, sehr lang waren. Aber natürlich so, dass der eigentliche Kern der Frage drin bleibt. So, fangen wir einfach mal an. Und zwar erstmal so ein bisschen mit den Wölfen und gehen dann so über zur Technik und Tarnung. Genau, ich habe die ein bisschen sortiert hier. So, Wölfe sind faszinierend. Dennoch hätte ich allergrößten Respekt vor ihnen und alleine möchte ich keinen treffen. Ganz ehrlich würde ich mir ins Hemd machen. Gab es bei deinen Aufnahmen mal die Situation, wo du Angst hattest oder hast du einfach ein großes Urvertrauen? Ja, also die Frage kam ziemlich oft oder kommt allgemein sehr oft und die kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Also ich habe einfach noch nie Angst gehabt vor Wölfen und ja, ich habe auch ein großes Urvertrauen, das muss ich natürlich auch sagen. Aber ich finde immer, ja, wenn man Wölfe mal in freier Wildbahn erlebt hat und sieht, wie die so sind und wie die sich verhalten, dann kann man eigentlich gar keine Angst haben vor denen. Die sind so vorsichtig und sobald ein Wolf eine Situation nicht richtig einschätzen kann, ist der weg. So, und ich hatte ja auch schon sehr, sehr nahe Begegnungen, wo Wölfe eben bis auf 15 Meter sich genähert haben. Da muss ich aber dazu sagen, dass das ja auch nur zustande kam, weil sie mich nicht als Mensch erkannt haben. Also ich bin dann ja getarnt und sehe aus wie eine Hecke. Und natürlich merken die Tiere das auch manchmal, dass da irgendwas ist, was gestern noch nicht da war. Und dann geht man mal gucken, gerade die Welpen eben. Aber ich habe noch nie ansatzweise irgendeine Aggression verspürt oder mich in irgendeiner Form da bedroht gefühlt. Also wirklich nichts. Und ich sitze ja immer auf dem Boden und laufe früh im Dunkeln durch den Wald. Und also für mich, meiner Meinung nach, gibt es da überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Ich verstehe das, dass es Leute gibt, die Angst haben. Das ist ja genau wie Leute, die Angst vor Hunden haben. Nur sind Hunde eben viel gefährlicher. Also wenn man sich überlegt, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, aber ich glaube 30.000 Angriffe von Hunden im Jahr und 3 bis 4 Tote im Jahr durch Hunde. Von Wölfen in 20 Jahren Deutschland noch nie hat ein Wolf mal irgendeinen Menschen angeknurrt. Ja. So, und das, was man meistens so aus Videos kennt, wo Wölfe nicht sofort das Weite suchen, das sind ja alles Welpen. So, die sind eben schon genauso groß wie ihre Eltern teilweise. Also es sind große Tiere, aber es sind einfach Kinder. So, und viele Leute können das nicht auseinanderhalten. Man sieht das eben nur noch so am Fell ein bisschen. Die sind ein bisschen blauschig, also ein bisschen flauschiger und plüschiger als als Altwölfe. Aber die sind eben einfach neugierig. Und wenn man dann noch einen Hund dabei hat, dann ist es eben doppelt interessant. Die haben vielleicht noch nie einen Menschen gerochen oder noch nie einen Menschen gesehen. Und dann gehen die eben mal gucken und wollen wissen, was ist denn das? Und ja, ist aber nichts, was bedrohlich ist. Und Altwölfe werdet ihr wahrscheinlich nie sehen. So, also wenn Altwölfe was verstehen, dann ist das Menschen aus dem Weg zu gehen. Die sind einfach ultra vorsichtig. Und selbst wenn man welche filmen will, getarnt, sieht man die nur sehr selten. Also ein Wolf riecht ja bis zu 2 Kilometer weit. Und in den meisten Fällen ist er weg, bevor ihr ihn seht. So als kleines Beispiel kann ich mal sagen, dass ich eben erst vor ein paar Wochen Wölfe gefilmt habe über mehrere Stunden. Und auf einmal dann waren die Ohren gespitzt, die Ruten waren eingeklemmt und die Wölfe waren also offensichtlich verunsichert. Ich habe gedacht, okay, was jetzt los? Hat der Wind gedreht? Wind hat aber gepasst. Ja, dann habe ich gedacht, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann sind die zurück in den Wald und eine Minute später fuhr der Jäger auf die Wiese. So, und da wusste ich dann auch, was los ist. Und da sieht man halt einfach mal, dass schon wirklich eine Minute bevor der da war, waren die verschwunden, ne? Weil die einfach so gute Sinne haben, dass das, ja, wie gesagt, und die Jungtiere, die sind halt einfach mal neugierig, das ist aber ja überall so, alle Jungtiere, ob das sind, ist ja selbst bei Menschen so, ne? Dass Kinder eben neugierig sind, da wird mal was ausprobiert oder so, aber das ist eben nichts, wo man Angst haben muss, also das ist mir wirklich wichtig, das nochmal zu sagen. Und ich habe, denke ich schon, also ich meine, ich bin kein Experte oder ich würde mich nie als Experte bezeichnen, aber ich kann eben das erzählen, was ich erlebe und wie ich Wölfe erlebe. Und ich bin oft draußen und ja, ich kann es auch beweisen mit Fotos und Videos, kann sich jeder angucken auf meinem Kanal. Genau, so. Also keine Angst haben vor Wölfen. Ganz, ganz locker. Und Hund natürlich an der Leine im Wolfsgebiet, das sollte man schon machen und dann passiert auch nichts. Nächste Frage, wenn ich einen Wolf sehe, muss ich es melden? Nein, muss man nicht. Aber in den meisten Fällen freut man sich wahrscheinlich drüber, wenn man es meldet, weil das ja immer wieder neue Erkenntnisse bringt und es eben ganz interessant ist. Man kriegt dann so ein Formular, was man ausfüllen muss, das ist eine Sichtungsmeldung. Ja, wie nah war der Wolf dran? Wie hat man ihn beobachtet? Durchs Fernglas, durch eine Kamera oder mit bloßem Auge? Wie lange war der zu sehen und so weiter? Und das ist halt schon interessant für die, die das Monitoring machen. Es kommt aber darauf an, in welchem Bundesland man ist, weil in Niedersachsen zum Beispiel würde ich es nicht melden. Dort macht das Monitoring, glaube ich, die Jägerschaft und deswegen
würde ich da, wenn ich einen Wolf sehe, das definitiv nirgends melden. So, das wäre mir zu gefährlich. Ja. Aber in Sachsen funktioniert das ziemlich gut. Hier macht das Landesamt und Lupus und den vertraue ich und den kann man auch vertrauen. Ja, und dann kann man das auch melden, genau. Aber es ist eben kein Muss. Dann, nächste Frage, auch sehr lang. Wir waren vor 3 Wochen in der Lausitzer Heide unterwegs. Dort gibt es schon seit einiger Zeit Wölfe. Wir haben frische Spuren gefunden und Urin, der rosa war. Kann das eine läufige Fehl gewesen sein? Mein Hund war sehr aufgeregt und hatte immer die Nase oben. Wir sind der Spur lange hinterher. Wieder am Weg angekommen, sahen wir sie in ca. 500 Meter stehen. Dann verschwand sie im Wald. Es war das schönste Erlebnis in meinen ganzen Wolfsjahren. Setzen Feen eigentlich Urin ab, wenn sie in der Hitze sind? Also erstmal Glückwunsch zur Sichtung, freut mich. Und ja, also dann wird das eine läufige Fehl gewesen sein, definitiv. Die markieren ja ganz normal weiter und dann hat man eben, gerade im Schnee, sieht man dann eben schön den rosa eingefärbten oder rot eingefärbten Schnee. Aber die markieren ganz normal weiter, wenn die läufig sind, auf alle Fälle. Und von der Zeit her wird es ja auch passen, weil momentan Ranzzeit ist bei den Wölfen. Also genau, auf jeden Fall, wie gesagt, Glückwunsch nochmal zur Sichtung. Dann, bei der Berichterstattung über den Wolf fällt mir auf, dass manche Artikel sehr tendenziös gestaltet scheinen. Unterliegt diese Beobachtung nur meiner subjektiven Wahrnehmung? Oder gibt es tatsächlich auch ausgeglichene bzw. differenzierte journalistische Arbeiten, die dazu auch ausreichend öffentlichkeitswirksam stattfindet? Wie ist dein Eindruck dazu, auch was das Agieren der Ämter angeht? Also erstmal zu den Medien bzw. zur Berichterstattung. Also es ist definitiv so, dass die Medien oder Zeitungen eine gewisse Tendenz haben, nämlich gegen das Tier. Also das sieht man ja schon, dass dann eben eine gewisse Wortwahl irgendwie gesucht wird, um irgendwie Hetze zu betreiben gegen den Wolf, was ich halt unheimlich traurig finde, ist einfach so. Ja, ich habe erst heute wieder gelesen, irgendwie, das sollten sie tun, damit sie eine Begegnung mit Isegrim überleben oder sowas. Also ja, da kriege ich Gänsehaut, sage ich ganz ehrlich, weil aber nicht vor Angst, sondern weil es mich einfach schaudert, wie man so einen Schrott schreiben kann, sage ich ganz ehrlich, weil das ist einfach... Normalerweise könnte man eigentlich drüber lachen, bloß das Problem ist einfach, dass es immer Leute gibt, die das glauben und die unwissend sind und die glauben eben den Mist und das ist eigentlich das Traurige. Ne? Und letztendlich ist es einfach nur dazu gedacht, Stimmung zu machen gegen das Tier, weil eben bestimmte Interessengruppen den Wolf nicht wollen. Aber ich sage ja immer, man muss den Wolf nicht mögen, aber ich finde, man sollte ihn einfach ehrlich behandeln und nicht einfach irgendwelche komischen Geschichten erfinden und Schauermärchen und dann eben auch solche komischen Wörter, die da, sag ich mal, im Zusammenhang mit einem Wolf nichts zu suchen haben. Ja. Ja, auf jeden Fall fällt mir das schwer, auch mal irgendwie was zu finden, was jetzt positiv, also Zeitungen, die positiv berichten oder so. Also ganz, ganz selten. Es kommt wahrscheinlich auf den Redakteur an, der jetzt gerade irgendwie der beauftragt ist, damit den Artikel zu schreiben. Aber generell ist der Trend schon eher negativ. Leider. Genau. Und was das Agieren der Ämter angeht, weiß ich jetzt nicht, wie die Frage gemeint ist. Also vielleicht, ob die neutral sind oder so. Also hier in Sachsen auf jeden Fall habe ich schon den Eindruck, ich habe jetzt nicht so den Einblick, aber ich würde schon mal sagen, also, dass die neutral sind oder sich sehr neutral verhalten. Genau. Wie lange fotografierst du schon und weißt du ungefähr, wie viele Wölfe du fotografieren konntest in den Jahren? Also ist gar nicht so leicht zu beantworten und ich würde mal sagen, also ich habe schon viele Wölfe in freier Wildbahn gesehen und gefilmt, aber ich denke trotzdem nicht, dass ich über 100 komme. Also weil 100 ist ja schon sehr viel und deswegen würde ich denken, liege ich schon noch drunter, aber ganz genau kann ich es nicht sagen, also tut mir leid. So, nächste Frage. Jetzt geht's Richtung, jetzt sind wir erstmal mit dem Wolfsthema soweit durch. Ich hoffe, ich habe nicht so viel erzählt. Wie gesagt, da könnte man ewig drüber reden, über das Thema Wolf. Und bei bestimmten Sachen ist es mir halt auch wichtig, dass man nochmal so das ein bisschen weiter ausführt. Aber wie gesagt, könnte man ewig drüber reden. Ich könnte auch noch ganz, ganz viel erzählen. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter mit Tarnung und Technik. Und da kommt eben die nächste Frage mit. Kannst du Anfängern Tipps für den Einstieg in die Wildtierbeobachtung geben? Möglicherweise auch Lektüre oder Filme empfehlen, die das gut erklärt. Also, ja, Lektüre oder Filme, also kann ich eigentlich nichts direkt empfehlen, muss ich sagen, weil ich einfach nichts, also ich habe zwar ganz, ganz viele Bücher über Wölfe, aber jetzt so Bücher oder Lektüre, die jetzt irgendwie direkt um die Wildtierbeobachtung gehen oder Fotografie, habe ich keine, deswegen kann ich auch nichts dazu sagen, was ich empfehlen könnte oder so. Ich habe persönlich, oder ich kann ja sagen, was ich gemacht habe, ich habe halt viel gelesen über die Tiere, die mich interessieren, weil das halt die Grundvoraussetzung ist dafür, dass man sie beobachten kann. Man muss ja erstmal wissen, was das Tier halt zum Beispiel, wo es sich gerne aufhält, wann ist die Aktivzeit, was frisst es gerne, also halt so die Eckdaten. Und dann kommt man der ganzen Sache auch näher. Und die größte Erfahrung habe ich eigentlich gesammelt und die wertvollste einfach draußen in der Natur.
Also wenn man sich dann, ich weiß ja nicht, ob du das mit Tarnung machst, aber wenn man sich dann tarnt und einfach draußen sitzt und dann einfach eben Beobachtungen hat mit wilden Tieren, die kommen auch mal näher und man sieht, wie die sich verhalten. Auch wie die sich verhalten, wenn man eben aus Versehen eine Bewegung macht oder wenn der Wind dreht. Das ist eigentlich so die Erfahrung, die am wertvollsten ist. Und dann auch für das nächste Mal wieder sozusagen einen vorbereiten oder immer wieder besser machen. Weil man eben weiß, okay, darauf muss ich achten, das ist hier vielleicht schon gerade ein bisschen tricky. Und ja, also wie man schon immer sagt, die Natur ist einfach wirklich der beste Lehrer. Und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also viel draußen sein und dann einfach mal einen Tarnanzug kaufen, wenn du noch keinen hast. Das ist auf jeden Fall richtig cool, wenn man mal draußen sitzt und einfach nicht als Störung wahrgenommen wird, sondern ja, Teil des Großen und Ganzen ist einfach. Genau. So, nächste Frage. Hast du ein Messer dabei, um dich im Notfall verteidigen zu können? Also nein, habe ich noch nie gehabt und ich werde auch keins brauchen, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass mir im Wald nichts passiert. Also vielleicht bekomme ich mal irgendwann einen Ast auf den Kopf, das wäre sehr schlecht, aber in Bezug auf Wildtiere habe ich da überhaupt keine Bedenken. Genau. Mit welchem Programm schneidest du deine Videos? Also ich schneide meine Videos mit DaVinci Resolve von Blackmagic. Ich filme ja auch mit einer Blackmagic-Kamera und deswegen harmoniert das total toll. Und ich liebe das Programm einfach. Also ich kann das empfehlen. Es gibt es auch kostenlos. Da kann man, also in der kostenlosen Version kann man schon 90% nutzen. Und in der Bezahlversion, ja, da gibt es dann noch ein paar Features, die eben in der kostenlosen Version nicht so zur Verfügung stehen. Aber trotzdem, das Coole ist, man bezahlt es einmal und kann es dann lebenslang nutzen. Es gibt kein Abo-Modell und lebenslang kostenlose Upgrades. Also perfekt eigentlich. Kann ich nur empfehlen. Und am Anfang ist es vielleicht ein bisschen viel vom Funktionsumfang her. Also es erschlägt einen fast ein bisschen. Aber wenn man damit einfach dann irgendwann mal so ein bisschen gearbeitet hat und so ein bisschen reingeschnuppert hat, dann macht es echt Laune und ich will es nicht mehr missen. Also kann ich nur empfehlen. So, nächste Frage. Vogelfotografie, zum Beispiel Kolkrabbe, Seeadler und Co. Wie gehst du vor? Was ist zu beachten beim Ansitz und bei den Einstellungen der Kamera? Ja, also fotografieren tue ich ja eigentlich nicht mehr. Also ich filme eigentlich nur noch. Und das, was ich so an Fotos veröffentliche, sind meistens Stills, also Ausschnitte aus Foto, aus dem Bewegtbild, also aus Videos, Standbilder. Und ich kann aber sagen, dass man beim Fotografieren natürlich darauf achten sollte, dass die Verschlusszeit relativ schnell ist, dass man natürlich ein Tier einfriert, also ein Vogel. Ne? Es ist ja meistens immer so ein bisschen erwünscht, dass die Schwingen, also die Flügelspitzen noch ein bisschen in der Unschärfe sind, dass ein bisschen Dynamik drin ist und der Körper und der Schnabel und das Gesicht natürlich oder Kopf scharf. Und das muss man halt ein bisschen ausprobieren mit der Verschlusszeit, aber generell natürlich schnelle Verschlusszeit oder kurze Verschlusszeit. Und beim Film, ja, kommt halt immer drauf an. Ne? Also beim Film nutze ich meistens halt höhere Framerates, dass ich dann auch Zeitlupen machen kann. Also nehme ich das, was maximal verfügbar ist in der Kamera. In meinem Fall sind das 100 Bilder pro Sekunde, dass man dann eben schöne Zeitlupen machen kann. Genau. Und was die Tarnung angeht, ja, also wie soll ich sagen, ich empfehle eigentlich bei Vögeln generell ein Zelt. Es ist nicht zwangsläufig immer notwendig, aber es ist eben in den meisten Fällen einfach besser, ein Zelt zu nutzen, weil Vögel sehr empfindlich auf Bewegung reagieren. Also wo ein Säugetier überhaupt kein Problem damit hat, wenn man mal irgendwie hier so leicht im Tarnanzug den Arm vielleicht ein Stück bewegt oder so, das ist halt bei Vögeln, Entschuldigung, ein echtes Problem. Also gerade Seeadler und Kraniche und sowas, also die haben einen Blick, das ist der absolute Wahnsinn. So, und deswegen würde ich da mal ein Zelt nutzen. Oder ich habe auch so zwei Stäbe, die kann ich in den Boden rammen und spanne dann meinen Tarnponcho quer. Das funktioniert auch ziemlich gut. Allerdings nur, solange die Sonne nicht von hinten kommt. Wenn die Sonne von hinten kommt, dann hat man ein Schattenspiel. Und das ist natürlich dann auch wieder negativ. Und das sehen die und dann sind die weg. Also da würde ich definitiv immer ein Zelt empfehlen. Auch wenn es jetzt nicht so toll ist, stundenlang im Dunkeln zu sitzen dort drin. Gefällt mir jetzt auch nicht so. Aber ja, der Erfolg spricht dann eben für sich, ne, mit dem Ding. Und deswegen Zelt. Genau. Welche Begegnungen hattest du bisher im Wald, wenn du noch im Dunkeln zum Ansitz gelaufen bist? Also eigentlich gar nicht so viele. Meistens Schweine. In den letzten Jahren ist das ein bisschen weniger geworden, weil durch die ASP sind nicht mehr so viele Schweine da. In manchen Gebieten gibt es fast gar keine mehr. Aber meistens waren es Schweine. Und ja, ich erschrecke dann auch mal, weil aus dem Nichts heraus auf einmal grunzt es neben einem im Wegesrand. Aber sonst so... Einmal hatte ich einen Welpe, also einen Wolfswelpe, der mir hinterhergelaufen ist, beziehungsweise, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ziemlich sicher, dass es einer war, weil es war noch sehr dunkel. Ich habe das Tier bloß im Licht der Stirnlampe gesehen und ja, so wie es gelaufen ist und so wie es aussah, bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Wolfswelpe war. Und vor allem auf dem Weg rückzus dann waren da dort Spuren im Sand und deswegen denke ich mal, ja, war es ein Welpe gewesen. Aber ansonsten habe ich gar nicht so viele Begegnungen früh im Dunkeln im Wald. So, nächste Frage. Hast du in den Jahren auch die osterzgebirgische Natur besucht, erlebt oder festgehalten?
Nein, habe ich nicht. Also das Osterzgebirge habe ich komplett außen vor gelassen, warum auch immer. Ist ja auch sehr schön dort, aber ja, ich liebe halt die Lausitz und unsere Natur hier. Und hier kenne ich halt auch die Stellen, wo man hingeht, wenn man was sehen will. Oder wo man zumindest hohe Wahrscheinlichkeiten hat, dass man das sieht. Und deswegen ja, fahre ich dann eben lieber in die einschlägigen Gebiete, wo ich so gern bin. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, vielleicht in Zukunft mal. Aber auf dem Plan habe ich es eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja. So, nächste Frage. Besteht die Möglichkeit, dich auf einem deiner Streifzüge zu begleiten und eventuell ein paar eigene Aufnahmen zu machen? Also die Frage muss ich ganz klar mit Nein beantworten. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die vor allem mal Wölfe in freier Wildbahn sehen und erleben möchten. Aber das kann ich einfach nicht machen. Ne? Also es sind sensible Gebiete und die sollen auch so bleiben, wie sie sind, nämlich unberührt. Und da möchte ich auch die Störungen auf einem ganz niedrigen Level halten und nicht irgendwelche Leute dahin schleppen, die ich erstmal nicht kenne. Das kommt dann noch dazu. Und ja, einfach so wenig wie möglich, dass da einfach Ruhe drin ist und die Tiere nicht gestört werden. Genau, also einfach zum Schutz der Tiere, ja, würde ich das nicht machen. Tut mir leid. Wie sieht deine Ausrüstung aus? Welche Objektive nutzt du zum Fotografieren? Also fotografieren tue ich ja, wie gesagt, eigentlich nicht mehr, nur noch filmen. Und filmen tue ich mit der Blackmagic Cinema Kamera in 6K und mit dem 150-600 als Objektiv von Sigma. Also nichts Besonderes eigentlich, das Objektiv. Früher habe ich mit Sony gefilmt und habe mich aber damit nicht so wirklich wohl gefühlt und jetzt bei Blackmagic angekommen. Ja, fühle ich mich einfach sehr, sehr wohl und deswegen auch das Objektiv, das vermisse ich zwar ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben, das 200-600 von Sony, was ich vorher hatte, das vermisse ich sehr, weil es ultra scharf war und einfach total toll, aber das passt halt leider nicht an die Blackmagic, deswegen jetzt mit dem 150-600 Sigma. Film tut mich jetzt die Alpha 6400 mit dem 30mm 1.4 von Sigma, genau. Ansonsten habe ich eigentlich gar nichts weiter. Also ich bin relativ dünn ausgestattet mit Kameras, weil meistens benutze ich eben nur meine Hauptkamera, die Blackmagic und das Teleobjektiv. Boah, deswegen brauche ich eigentlich nichts anderes. So, nächste Frage. Hast du Tipps zur Tarnung und was nutzt du für Tarnequipment? Also ich nutze eigentlich nur so 3D-Tarn, also so Blätteranzüge und das funktioniert ausgesprochen gut. Also meine Aufnahmen sprechen ja für sich. Und ja, das kann ich empfehlen. Ich habe das damals von Deerhunter gekauft, das ist relativ teuer. Gibt es aber noch eine günstigere Version bei Amazon. Und dazu habe ich noch so ein paar Ponchos gekauft, die von der Art her genauso sind. Und die kann man dann noch so ein bisschen spannen, wie man die braucht. Und das funktioniert echt super. Ja. Und eben für Vögel, wenn ich so Seeadler oder sowas filmen möchte, dann nehme ich eben meistens das Zelt. Ja. Oder spanne mir eben die Ponchos, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte. Und damit komme ich klar. Also man braucht nicht sehr, sehr viel. Es geht wirklich relativ einfach und natürlich muss man auf andere Sachen noch achten, eben Wind und so, das ist natürlich klar, dass das noch passen sollte. Mal die beste Tarnung nützt nichts, wenn die Tiere einen riechen können. Ne? Nächste Frage. Wie lange musst du im Schnitt geduldig ausharren, bis du zu solch genialen Aufnahmen kommst? Das ist total verschieden. Also manchmal ist es wirklich verrückt. Man kommt gerade aus dem Wald an, baut seine Technik auf, zieht die Tarnung an und schon kommt was. Habe ich schon sehr, sehr oft gehabt mit Wildschweinen, mit Wölfen, mit Hirschen, aber das sind trotzdem Ausnahmen. Meistens muss man schon sehr, sehr lange warten und trotzdem geht man mit leeren Händen nach Hause. Das gehört einfach dazu. Also ich sage jetzt mal einfach eine Zahl. Von 10 Ansätzen habe ich 3-mal Erfolg. So, und das ist, es ist aber einfach so. Ne? Und wenn dann was passiert und man eine schöne Aufnahme machen kann oder eine schöne Begegnung hat im Wald, dann lohnt sich das ja schon und das entschädigt dann für das ganze Warten, was halt davor kam. Ne? Und für mich ist das auch nie Zeitverschwendung, im Wald zu sitzen, selbst wenn nichts passiert. Ja, es ist manchmal vielleicht ein bisschen langweilig, aber trotzdem ist es immer toll. Und ich schärfe dann eben meine Sinne, ich lausche der Natur und ich schlafe auch ziemlich oft ein. Also ich will auch gar nicht wissen, was an mir alles schon vorbeigelaufen ist, während ich geschlafen habe. Aber ich genieße das halt einfach. So, nächste Frage. Gibt es ein Tier, das du gern filmen möchtest, das dir bislang noch nicht vor die Linse gelaufen ist? Also ja, Fischotter. Das fällt mir sofort ein. Fischotter habe ich noch nie eingesehen, komischerweise. Obwohl ich ja auch oft in der Teichlausitz unterwegs bin, also da, wo viel Wasser ist. Und trotzdem habe ich noch nie Fischotter gesehen. Keine Ahnung, aber Specht macht Rabatz hier. Ich hoffe, dass es irgendwann mal klappt einfach. Ja, das wäre schon schön. Und Elch natürlich. Elch wäre sehr, sehr, sehr cool. Aber das ist halt, boah, also da stehen die Chancen eher schlecht. Ne? Die kommen ja leider immer nur mal zu Besuch aus Polen nach Deutschland. Und dann sind sie meistens so versteckt irgendwo, dass man ja einfach, also dass es nie realistisch ist. Aber vielleicht klappt es durch Zufall mal, ne? Das wäre natürlich toll. Man sitzt irgendwo, wartet auf was anderes und dann kommt ein Elch. Das wäre schon mega, ja. Ja. Das wären so die Sachen, die ich mir wünschen würde. Aber es gibt noch viele Tiere mehr, wo ich mir ebenfalls wünschen würde, wenn ich die mal schön filmen kann. Das wäre schon toll.
So, da wären wir durch. Ich hoffe, ich habe alle Fragen zur Zufriedenheit beantwortet. Es war ein bisschen holprig, ich weiß, aber es war ja auch das erste Video dieser Art. Und seht es mir bitte nach. Ich werde mal so ein paar Sachen in der Videobeschreibung verlinken. Ja, ansonsten schaut euch gerne auf meinem Kanal um. Ich habe ja noch ganz, ganz viele Videos. Wer es noch nie gesehen hat, kann das gerne tun, kann das gerne angucken. Ja, abonnieren bitte nicht vergessen, wenn euch mein Content gefällt. Da würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten, habe ich was vergessen? Nö, ich glaube nicht. Ich denke, wir haben alles. Es freut mich, dass ihr zugeguckt habt. Und ja, bis später. Tschüss.